Hey und hallo meine lieben Zuschauer, heute gibt es mal wieder ein Video. Ich wasche Arbeitskleidung und die normale Wäsche von meinem Vater. Das mache ich immer so, das sind seine Sachen, die kommen halt einfach zusammen. Meine Sachen mache ich getrennt, weil die sind halt dreckiger als meine und bei meinen Klamotten reicht es halt immer, wenn ich es auf 30 wasche. Die brauchen mindestens 40, ich mache das aber heute mit Vorwäsche. Nee, leider nicht. Ja, mit dem iPad ist das ein bisschen schwer. Ich hole mal eben den Stuhl. Dann kann ich euch nämlich hier so hinstellen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ist halt ein bisschen ungewohnt mit dem iPad. Genau, dann kommt das in die Bosch. Das ist die Maschine von Vater, aber ich wasche trotzdem natürlich sehr gerne mit. Jetzt sieht ihr natürlich nichts. Ich habe alles schon auf links gedreht. Das ist immer ganz wichtig, finde ich. Weil dann kann ich es auch besser aufhängen draußen mit den Klammern. Kurze Hose. Die hier ist sehr, sehr dreckig. Deswegen habe ich auch Vorwäsche. Nicht zu voll, und auch, also eigentlich, da ist noch so viel Platz, also das ist auf jeden Fall super. Die andere Drecksmaschine ist hier gerade am Waschen, ich weiß ja nicht, was ihr seht, und stellt mir hier hin, dann seht ihr auch nicht viel. Ja, ich muss noch gucken, hier kann ich euch auf jeden Fall zeigen, die Waschmittel und Programm. Dann nehme ich das gute Ariel. Ariel ist einfach mein Liebling. Dann nehme ich insgesamt 130. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht. Ich zeige euch das mal. Da steht nämlich bei normal und hartes Wasser 130 ml. Dann nehme ich 30 für die Vorwäsche und 100 für die Hauptwäsche. Das sollte dann reichen. Ich drehe mal das Wasser auf. Und stecke die Maschine ein. Wenn sich das so doof hier gemacht. Naja, dann lass ich es so. Ich stecke es um. Aber ich bin ein bisschen. Damit ich hier ein WLAN habe. Wasser ist auch gedreht. So, dann nehmen wir nochmal dazu, bitte. Ich denke mal, ich nehme sogar ein bisschen mehr. Weil es halt, wie gesagt, so dreckig ist. Ah, guck mal, das passt sogar. Das sind fast 140. Bisschen in die Vorwäsche. Und den Rest in die Hauptwäsche. Genau. Ja. Ariel, wirklich mein Liebling. Und dann machen wir die mal an. Natürlich auch Baumwolle. Ist natürlich so das Standardprogramm. Dann nehmen wir Speed, Spülen Plus und Vorwäsche. Okay, Spülen Plus brauche ich eigentlich nicht. Nee, dann lass es weg. Also das braucht man eigentlich nicht. Und dann fängt die auch an. Das ist ja aufgedreht, ne? Ah ja, jetzt. Oh, schön. Ich habe natürlich jetzt auch kein Licht, ne? Aber ich kann das hier nehmen. Dann sieht man vielleicht ein bisschen was. Man hört jetzt leider nichts wegen der anderen Maschine. Aber echt so eine tolle Maschine, muss ich echt sagen. Der Niedeck-Motor ist manchmal ein bisschen komisch, aber so ist das. Ich kann euch ja auch hier hinstellen.
Und das ist natürlich jetzt auch gefühlt 14 Minuten. Dieser Timer von der ist echt nicht zu gebrauchen. Ja, man sieht natürlich nicht viel, weil es schwarze Wäsche ist. Aber jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Wasser sie dann braucht. Oh. Egal. Dann ist das so. Muss ja nicht immer richtig sein. Schön ist das auch mit der Fensterspülung. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie die AEG so ist, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich mache dann da mal ein Video zu. Vielleicht mache ich es auch jetzt direkt gleich. Es ist eine wirklich, wirklich tolle Maschine. Die Bosch natürlich auch. Die AEG ist halt meine Lieblingsmaschine, sag ich mal. Also es war meine Traummaschine, es ist meine Traummaschine. So. Ich bin ja nicht so der Miele-Fan. Ja. Aber die Bosch ist natürlich auch der Hammer. Das ist halt die Maschine von meinem Vater so gesehen. Er hat die bezahlt. Also gut, die Hälfte ist eigentlich auch von mir. Das ist auch dumm. Naja. Trotzdem sehe ich sie so als Götze meinem Vater an. Weil wenn ich mal ausziehen würde, würde ich auch den Trockner mitnehmen. Weil den bräuchte der nicht, das wäre ja wirklich doof. Ich wasche ein bisschen mehr als er. Ja, genau. Ja, die hat jetzt glaube ich schon genug Wasser. Oh ne, ich habe nichts gesagt. Und natürlich kommt da kein Weichspüler rein, ich benutze auch keinen Weichspüler mehr schon seit ein, zwei Monate, ich sag mal jetzt ein Monat, diese Zeit vergeht so schnell, aber manchmal halt irgendwie doch nicht. Mindestens ein Monat nicht mehr. Und die Wäsche, also man braucht es nicht, ich brauche es überhaupt nicht. Ich habe mein Ariel, das riecht so toll, da brauche ich keinen Weichspüler. Ja, toll, jetzt stört natürlich die Maschine im Hintergrund. Und die braucht jetzt noch ein bisschen, bis sie richtig wäscht und auch in die Hauptwäsche geht. Desto lauter das hier auch wird, nervt mich das ein bisschen. Deswegen sage ich euch jetzt leider schon mal Tschüss und ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Und wann auch immer dieses Video geschaut wird, einen super schönen Tag. Und dann macht's gut.